Wir haben dieses Stück gewählt. Die Assoziation kam, weil der erste Satz ist ein sehr bacchantischer Tanz. Es ist eine Situationsaufnahme. Es ist keine Sonatenform, sondern diese drei Stücke von Strawinsky sind drei Situationen, die geschildert werden. So wie die Situation des traubenessenden Satyr. Der Satyr selbst hat etwas sehr Tänzerisches. Deswegen dachte ich, das könnte gut dazu passen. Und das Stück ist sehr wild geschrieben, zum Beispiel in der ersten Geige bin ich in einem ganz hohen Register. Also das klingt überhaupt nicht kultiviert dort, das soll es auch gar nicht. Es ist also ein wilder Tanz. Die zweite Geige hat exzessiv kurze Einwürfe, so steht es in der Partitur. Und das fand ich so bissig, passend zu dem Panther. Wir beiden haben immer nur so vier Ton-Diatonik. Jeder ist unabhängig voneinander. Wir bilden sozusagen zusammen unabhängig eine Szene. Dann gibt es da diesen ganz langen Bordun-Ton der Bratsche, so ähnlich wie so ein ganz langer Dudelsack-Ton. Das käme zum Beispiel auch in der indischen Musik vor, wo man sich dann exzessiv steigert in einem Tanz. Und das trägt natürlich auch zu diesem mystischen Wilden bei. Und dann natürlich die wilden Trommelpizzicati des Cellos, Cello und Bratsche zusammen. Und das zusammen macht diesen bacchantischen Tanz aus. Jetzt hatten wir festgestellt, der ist ja nur eine Minute lang. Und die anderen Stücke sind natürlich nicht so sehr darauf bezogen. Der zweite Satz bezieht sich auf den Little Titch Clown aus London. Den hatte Strawinsky 2 Wochen, bevor er das schrieb, gesehen. Und das ist ein sehr humoresker Satz. Und der dritte Satz, das ist die Situation eigentlich eines gregorianischen Chorals mit Wechselgesängen, wobei eigentlich der Wechselsang am Ende herausbricht aus diesem strengen, wiederholten Muster. Da wird er ganz frei und eigentlich auch wieder ganz mythisch und wild. Es ist natürlich sehr passend, der Satyr ist eigentlich die Inkarnation, die Verkörperung der Triebe von der ungezähmten Natur, von alles, was wild ist. Und beim Hören des Stückes, was mir aufgefallen ist, ist noch einmal, wie diese menschlichen Eigenschaften eigentlich konstant durch die Geschichte laufen und passen sowohl zu einem Kunstwerk aus dem frühen 17. Jahrhundert, wie hier der Satyr von Bernini, als auch wie bei einem Stück Musik aus dem 20. Jahrhundert. Also eine wunderbare Wahl, finde ich. Thank you.